Willkommen bei Motorwoche, heute mit einem Auto, das ihr euch stark gewünscht habt, nämlich dem Skoda Kodiaq RS. Nach dem Skoda Octavia RS bringt der tschechische Hersteller den nächsten sportlichen Ableger seines Portfolios auf den Markt. Den Mittelklasse-SUV Skoda Kodiaq RS. Ein aggressiver Auftritt mit sportlichen seitlichen Flaps an der Front und schicke 20 Zoll Felgen machen aus dem eher biederen Skoda Kodiaq einen dynamischen SUV. Am Heck fällt die Doppelauspuffanlage auf. Apropos Auspuff, dem stärksten Kodiaq vorbehalten ist der Diesel Active Sound, ein System, das in Auspuffklang durch Verwendung eines Lautsprechers erweitert. Den Innenraum wertet Skoda mit sehr gelungenen Sportsitzen sowie roten Nähten und Carbon-Applikationen auf. Natürlich sind wie bei anderen Skoda-Modellen auch verschiedene Simply Clever-Funktionen zu finden, wie der Mülleimer, die Taschenlampe, der Regenschirm und vieles mehr. Das Platzangebot im großen Tschechen ist mit das Beste in seiner Klasse. Der variable Kofferraum bietet 650 bis 1960 Liter Kofferraumvolumen. Unter der Haube steckt der 240 PS starke Biturbo-Diesel mit 2 Liter Hubraum und einem Drehmoment von 500 Newtonmetern. Somit beschleunigt der 1,9 Tonnen schwere Kodiaq in 6,9 Sekunden auf 100 km/h und erreicht 221 Spitze. Den Verbrauch gibt Skoda mit 6,4 Litern an. In der Basis kostet der Skoda Kodiaq RS 49.990 Euro. Der Innenraum des Kodiaq RS hat jetzt endlich auch ein virtuelles Cockpit, wie wir das hier vorne sehen. Dieses gibt es nicht nur im Kodiaq RS, sondern auch in jedem normalen Kodiaq-Modell, also auch in den kleineren Motorisierungen. Skoda war leider so ziemlich der letzte im VAG-Konzern, der das bekommen hat, aber es ist jetzt endlich da und es ist auch grafisch sehr schön aufgelöst, die Auflösung an sich, aber auch die grafische Oberfläche, das User-Interface ist wirklich sehr, sehr schön gestaltet und gefällt mir wirklich sehr gut. Und wir haben natürlich auch hier wieder alle Möglichkeiten, dieses Tacho-Instrument so anzupassen, wie wir es wollen. Das heißt, wir können einfach über den View-Taster in verschiedene Ansichten wechseln und natürlich dann auch über diese Taste hier rechts, über unsere Pfeiltaste, ganz einfach in das Hauptmenü gehen und dann auch zwischen verschiedenen Informationsdaten, die wir in der Mitte angezeigt haben möchten, wechseln. Des Weiteren haben wir hier das große Columbus Multimedia System, welches die perfekte Ergänzung ist zu dem virtuellen Cockpit. Hier sind natürlich wieder alle Funktionen, die man so kennt. Also wir können mal hier auf die Home-Taste gehen mit unserem Home-Bildschirm, wo wir dann eine kleine Kartenansicht haben und rechts natürlich kleinere Informationen, die wir auch abändern können. Wir haben jetzt hier Radio und Telefon eingestellt. Wenn wir dann ins Menü gehen, sehen wir unsere altbekannte Kachelansicht, unsere App-Ansicht von unseren verschiedenen Funktionen, Navigation, Telefon, Radio, Medien, Fahrzeug, alles am Start, natürlich auch SmartLink, also die Verbindung zu Apple CarPlay oder Android Auto. Und wenn wir hier nach rechts swipen, nochmal ein paar kleinere Sachen, wie zum Beispiel die Klangeinstellungen, Klimatisierungseinstellungen und so weiter und so fort. Im Kodiaq RS haben wir jetzt hier auch AirCare, das heißt, wenn wir hier auf die Klimatisierung gehen, können wir das hier unten ein- und ausstellen. AirCare ist quasi dafür zuständig, um Pollen und Feinstaub aus dem Innenraum rauszufiltern über einen Luftfilter quasi. Und ist eine ganz coole Sache. Ich kann mich jetzt persönlich ja nicht sagen, dass es mir was gebracht hätte, denn ich habe keine Pollenallergie oder ähnliches. Also für mich fühlt sich das genauso an wie jedes andere Belüftungssystem. Aber für Leute, die Allergien haben, die sollen wohl anscheinend hier im Innenraum ein bisschen besser mit der Allergie zurechtkommen. Unter dem Bildschirm haben wir dann natürlich noch unsere Einheit, mit der wir unsere Klimaanlage steuern können. Und natürlich ein paar Tasten, wo wir zum Beispiel auch die 360-Grad-Kamera aufrufen können, welche wirklich sehr, sehr gut ist. Auch von der Auflösung her sehr, sehr gut. Und hier können wir natürlich nochmal einzelne Bereiche anwählen, die uns dann einfach groß angezeigt werden. Das ist sehr, sehr praktisch. Vor allem, wenn man durch Parkhäuser fährt oder ja mit so einem großen Auto in der Stadt einparken will, kann man wirklich genau beurteilen, steht man gut in der Parklücke drin, steht man mittig, kommt man sowohl rechts wie links auch gut raus. Und das ist alles sehr, sehr schön. Und für den Preis, den Skoda für das Auto verlangt, wirklich sehr, sehr viel Technik, welche im Alltag sehr hilfreich ist. Abgerundet wird das Ganze dann hier von der Canton Soundanlage, die wirklich extrem gut ist. Also da kann man sich definitiv nicht beschweren, wenn man auf Musik steht oder gerne beim Fahren Musik hört, dann sollte man die auf jeden Fall ausstatten. Also dickes Kreuz setzen in der Konfigurationsliste, die muss auf jeden Fall rein ins Auto. Die Verarbeitung und Qualitätsanmutung hier im Kodiaq RS ist Skoda-typisch ziemlich hoch. Man hat natürlich verschiedene Stellen, wo ein bisschen günstigeres Material verwendet worden ist, aber überwiegend ist es ziemlich gut. Wir haben hier Alcantara an den Türtafeln, wir haben hier Carbon-Optikfolie auf unserem Dashboard, finde ich, sieht sehr gut aus. Die Platzverhältnisse im Kodiaq RS sind natürlich sehr gut. Man hat gerade vorne richtig viel Platz zu den Seiten hin, auch von der Höhe ist es perfekt. Ich glaube, auch ein Panoramadach wäre hier eigentlich kein Problem für mich.
auch in der zweiten Reihe hat man wirklich sehr viel Platz. Gerade über dem Kopf und an den Knien ist es wirklich perfekt, im Kodiaq zu sitzen. Man hat hier hinten auch noch eine separate Klimazone, die ich hier unten steuern kann. Zusätzlich Sitzheizung auf den äußeren Sitzen und noch drei verschiedene Anschlüsse. Einmal ein 12-Volt-Anschluss, USB-Anschluss und noch eine ganz normale Haushaltssteckdose. Zusätzlich natürlich eine Armlehne und auch hier noch ein Sonnenrollo. Willkommen bei Motorwoche und willkommen im Skoda Kodiaq RS. Der tschechische Tiguan. Der tschechische Tiguan. Aber eigentlich ist es ja der tschechische Tiguan Allspace. Genau, im Grunde genommen ist es zwar eigentlich schon ein Tiguan, weil von der Technik her alles die VAG-Tiguan-Technik ist, genauso wie im Ateca, ne, die Technik auch relativ ähnlich ist. Aber man muss sich natürlich vergleichen mit dem Tiguan Allspace, da er von der Größe her auf jeden Fall größer ist wie ein normaler Tiguan. Richtig. Wir fahren jetzt aber hier den Kodiaq RS, das heißt, wir haben den 2 Liter Biturbo Dieselmotor mit 240 PS und 500 Newtonmeter und natürlich die ganzen anderen RS-Features, die der Kodiaq so mitbringt, wie zum Beispiel diese wunderschönen Sitze, die ihr auch schon im Voiceover gesehen habt. Geil. Die sind wirklich richtig geil. Sowas gibt es bei VW beim Tiguan leider nicht. Es gibt zwar diese Airline, die hat auch diese Airline-Sitze, aber das sieht lang nicht so sportlich aus und ist lang nicht so sportlich durchdacht, wie es jetzt hier beim Kodiaq RS ist. Hier hat man wirklich das Gefühl, man fährt das Sportmodell von diesem Auto. Ja. Kann natürlich noch sein, dass ein Tiguan R rauskommt, ja. Den gehe ich aber sehr stark davon aus, wird es dann wahrscheinlich mit dem 300 PS Benziner geben, nicht mit dem Diesel. Aber mehr müssen wir noch abwarten. Das kann eventuell noch ein bisschen dauern. Aber ich muss ehrlich sagen, zum Kodiaq RS passt der Diesel besser. Ja, passt er auch. Und ich finde es auch ganz pfiffig gemacht vom VAG-Konzern, dass sie sagen, okay, die eine bekommen in der Sportvariante den Diesel und die anderen bekommen in der Sportvariante den Benziner. Ne? Richtig. So ist es ja auch beim Seat Ateca Cupra. Ja, der hat ja auch den Benziner bekommen oder Ateca Cupra, darf man ja nur noch sagen. Cupra Ateca. Cupra Ateca. Ist ja eine eigenständige Marke jetzt, genau. Der hat ja auch den 300 PS Benziner bekommen, welcher auch sehr gut in das Auto passt. Und beim Skoda finde ich es eigentlich hier cooler, weil auch, glaube ich, die Zielgruppe eher zu einem Diesel greifen würde wie zu einem Benziner. Ja. Der Diesel hat eine kleine Besonderheit, denn er ist ein Biturbo, haben wir ja schon gesagt, aber kein normaler Biturbo, sondern der ist ein bisschen anders aufgebaut. Normale Biturbos sind ja normalerweise entweder so, dass sie von den Turbos her gleich anfangen zu spulen oder nacheinander, dass zuerst der kleine Turbo den unteren Bereich zum Beispiel versorgt und dann ein größerer Turbo für den oberen Bereich da ist. Und hier ist es so, dass die Turbos hintereinander geschaltet sind. Das heißt, der kleinere Turbo versorgt den großen Turbo schon mit komprimierter Luft. Und das ist ein sehr pfiffiges Modell und sorgt dafür, dass man gerade im unteren Drehzahlbereich extrem viel Newtonmeter hat. Also diese 500 Newtonmeter, die setzen schon extrem früh an. Und wenn ich jetzt mal Gas gebe, merkt man, dass er ein bisschen längerer Moment braucht, bis er anspricht, aber dann halt viel mehr Kraft hat untenrum schon. Und das DSG nutzt das Ganze auch sehr sinnvoll, indem es den Motor gar nicht ausdrehen lässt bis zum roten Bereich, bis 5000 Umdrehungen, sondern schaltet schon wesentlich früher bei 4.000 bis 4.500 Umdrehungen, um genau in diesem starken Drehmomentfenster drin zu bleiben, damit der Wagen eine sehr gute Beschleunigung bekommt, was ihm auch gelungen ist, denn er schafft es in unter 7 Sekunden von 0 auf 100. Und das ist wirklich für 2 Tonnen und so eine Schrankwand ein echt guter Wert. Das Drehmoment und die Leistung helfen ihm aber natürlich auch obenrum, denn wir haben auch eine Höchstgeschwindigkeit von 222 km/h, was für ein SUV relativ gut ist. Und auch der Durchzug bis 200 km/h ist sehr stark, weil normalerweise ist ja so, dass gerade obenrum, wenn die Aerodynamik zum Tragen kommt, wenn man mit so einem SUV auf der Autobahn unterwegs ist, wird es meistens sehr spärlich, was die Beschleunigung angeht, denn man fährt quasi mit so einer Wand gegen den Wind und da braucht man schon die nötige Leistung und das nötige Drehmoment, um dann trotzdem eine hohe Endgeschwindigkeit zu erreichen. Was mich auch sehr überrascht hat, ist das Fahrwerk. Ja, denn das Fahrwerk ist sehr Skoda untypisch, nämlich wirklich sehr sportlich und relativ hart. Und auch jetzt hier auf dieser kurvenreichen Straße fühlt es sich echt gut an. Es fühlt sich fast nicht an wie ein SUV. Ne? Ja. Es fühlt sich wirklich sehr, sehr sportlich an und man kann auch wirklich schneller mit dem Auto unterwegs sein, ohne dass das Ganze jetzt irgendwie unkomfortabel ist. Es ist einfach von den Dämpfern her ein bisschen härter abgestimmt. Das Ganze ist natürlich nochmal über das DCC, also über die Fahrmodi regulierbar. Das heißt, wir können nochmal so ein bisschen Spreizung machen zwischen Komfort und Sport. Aber im Grunde genommen ist es schon wesentlich sportlicher, als Skoda das normalerweise bei seinen Autos so macht. Ein weiterer Punkt, der mich sehr überrascht hat, ist der Klang. Also so voluminös, wie der sich anhört, denkt man im ersten Moment, das ist kein Diesel.
Ja, man denkt vielleicht nicht, dass es ein 14er-Diesel ist, weil es hört sich so ein bisschen an wie ein V6-Diesel, fast schon, ne? Ja. Muss man sagen. Der Klang ist natürlich künstlich erzeugt, ja. Das geht über den Mottaster hier, wenn man zum Beispiel in den Sportmodus wechselt oder in den Individualmodus, wo man natürlich auch anpassen kann, dass nur der Motorsound sportlich ist und der Rest zum Beispiel auf Eco steht. Dann hat man diesen Klang und dass der dezent ist, würde ich jetzt eher nicht sagen. Er ist nicht aufdringlich, aber dezent ist er auch nicht. Er ist schon da, also er ist schon anwesend. Vor allem auch von außen, ne? Also ja, wenn ich draußen stehe und du kommst da angefahren, ich, boah, krass. Ja, man hört auch drin natürlich, wenn man das Fenster aufmacht und durch den Tunnel fährt, wo das Ganze ein bisschen reflektiert, dass man den Sound von draußen stärker hört wie von drinnen. Ist eine sehr coole Sache, ja. Gibt natürlich viele, die das mögen und dann dachte sich Skoda, dann machen wir das halt mit rein. Man kann es natürlich an- und ausschalten für alle, die es nicht mögen. Ganz wie einem beliebt. Ich finde es eine sehr coole Sache und ja, ist so ein bisschen mehr noch Untermalung für ein RS-Modell, ne? Weil ja, das hat halt nur das RS-Modell. Die anderen Modelle haben das halt nicht. Den Verbrauch gibt Skoda übrigens mit 6,4 Litern an. Das hast du nicht ganz geschafft, aber du bist sehr nah dran gekommen. Genau, ich habe versucht, wirklich sehr sparsam zu fahren, auch über Langstrecke. Und habe bei einem Versuch 7 Liter geschafft und bei dem anderen Versuch 7,2 Liter. Und das finde ich ganz okay für so ein großes Auto. Ja. Natürlich kann man ein bisschen mehr verbrauchen, wenn man sportlich unterwegs ist. Genau. Dann so Richtung 9. 10 Liter ja, geht auch, ja. Aber im Alltag pendelt sich so bei 8,5 ein, würde ich mal sagen. Und das ist für die Masse an Fahrzeug, für die Größe und das Gewicht auch definitiv okay. Der Skoda Kodiaq RS fängt bei 49.000 Euro an. Mit ein paar Features, die wir hier auch drin haben, sind wir dann ungefähr bei 56.000 Euro. Listenpreis. Listenpreis natürlich. Ja. Da geht beim Händler natürlich einiges noch. Ja. Ich denke, dass man locker unter die 50.000 kommt für unseren. Was noch ganz toll ist, man kann ihn optional auch als Siebensitzer bestellen, wenn man wirklich ein paar Kinder hat. Ja. Dann ist er auch nochmal zusätzlich praktisch. Und es ist auch das perfekte Auto für Kinder, weil ja, er ist ultra robust, ne? Da geht nichts kaputt oder so. Die Sitze sind von hinten auch beledert, da kann überhaupt nichts passieren. Fußabdrücke einfach mit einem nassen Lappen abwischen und gut ist. Ne? Richtig. Also es ist wirklich ein sehr cooles Familienauto für den Familien-Daddy, der dann halt auch mal ein bisschen schneller über der Autobahn unterwegs sein will oder halt ja, auch mal auf der Landstraße ein bisschen Spaß haben will, wenn die Frau unbedingt ein SUV will zum Beispiel, ne? Dann ja, ist das wahrscheinlich eine gute Alternative, auf die man sich einigen kann, weil das ist ja momentan so das Hauptproblem. Ne? Ja. Der Mann will was Sportliches und die Frau will unbedingt ein SUV. Und Skoda versucht das halt hier ein bisschen zu kombinieren und das gelingt ihm wirklich ganz gut. Ja. Kommen wir zum Fazit. Skoda hat auf jeden Fall ein cooles neues RS-Modell nach dem Octavia gebracht. Es ist optisch wirklich sehr reizend, also mir gefällt er deutlich besser als ein normaler Kodiaq. Ja, mir gefällt er auch sehr gut, auch gerade von innen mit den Sitzen und sowas, ja, finde ich wirklich sehr, sehr schick. Und ich finde gerade, wenn ich den Tiguan oder den Tarraco hole, ist er der schickste von beiden. Ja, finde ich auch. Was man auch noch bedenken muss, er hat 2,2 Tonnen Anhängelast, die er mit sich ziehen kann. Das ist natürlich für viele SUV-Fahrer auch ein ausschlaggebender Punkt. Und das ist sogar mehr als ein Audi A6 mit einem 3-Liter-Dieselmotor. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Das für den Preis, Bombenauto. Richtig. Das war unser Video vom Kodiaq RS. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Sehr interessantes Auto. Auf jeden Fall. Es ist mal was anderes. Ein Diesel als Sport-SUV in dem kleinen Kompaktsegment, kann man eigentlich sagen, obwohl er schon echt sehr groß ist. Ja. Ist mit dem Airline Tiguan eigentlich ähnlich, nur dass er noch sportlicher ist. Genau. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen und natürlich abonnieren nicht vergessen. Und auf jeden Fall das Auto Probe fahren, denn das lohnt sich.